Okay, ah, da muss ich sogar wegen der Hauptquest hin. Stimmt. Ich glaube, da kommt jetzt die Szene, wo die Mutter der Ermordeten irgendwie nach ihrer Puppe suchend in den Laden stürmt, wenn mich nicht alles täuscht. Das war, glaube ich, im zweiten Kapitel. Nee, wir sind ja jetzt schon hier wegen der The Lord Hungers Quest. Die ist super. Aber jetzt muss ich erstmal wegen der Do you Quest mit ihm reden. capture? Aber das kennen wir ja schon. Wait. Das kennen wir schon, das überspringe ich jetzt einfach. Deswegen sind wir nicht hier. Hauptstory ist abgeschlossen. Wir sind nur noch für die Nebenquests hier. War. Reden. Sieht aus, als hättest du alle Perlen gefunden. Wir haben schon alle. Yes! Ich bin so gespannt, was wir jetzt kriegen, was jetzt passiert. Ich bin so gespannt. Ich werde sie nun zu einer besonderen Perlenkette verbinden. Eine Kette, das ist normalerweise ein Waffenmod quasi. Du fragst dich sicher, wo ich die Kunst, eine solche Perlenkette herzustellen, erlernt habe. Doch darüber zu sprechen, würde uns beide nur in Gefahr bringen. Ist eigentlich die Kette absichtlich irgendwie in seinen Hals gepierst? Oder ist das nur ein komischer Grafikglitch? Beweis. Tatsächlich ließen bereits zahlreiche Menschen ihr Leben, um an diese Kette zu gelangen. Abraxel, danke schön für die Bits. Ja, ein ordentlicher Bittropfen, der das Glas zum Überlaufen bringt. Vielen Dank. Dankeschön. Sie bringt die Ignoranten dieser Welt in Verzückung. Sie zelebriert das Hier und Jetzt. Sänger, Lebensmittelmagnaten, Athleten, Politiker, sie alle gierten nach der Perlenkette, stritten und zankten sich und gaben letztendlich auf. Solch eine Perlenkette werde ich dir schenken. Schadengenauigkeit nachladen. Okay, ich meine, ja, schauen wir mal. Das ist eine besondere Ehre. Ich bete für den Erfolg deiner Ermittlungen und für den Weltfrieden. Eine besondere Perlenkette, also. Sie scheint tatsächlich einen mysteriösen Zauber auszustrahlen. Na, Zack, denkst du gerade an den gleichen Film wie ich? Mannequin, Michael Gottlieb, 1987. Noch so ein Meisterwerk. Dem Film gelingt es auf wunderbare Weise, den Seelenzustand seines in einer Fantasiewelt lebenden Hauptcharakters zu porträtieren. Sicherlich einer der Filme, die uns dazu bewegt haben, zum FBI zu gehen. Alles darin wirkte so real. So viel Realismus muss man erstmal trauen, sich erstmal trauen. Und dann gab es noch die Fortsetzung. Mannequin 2, der Zauber geht weiter. Stuart Raffel, 1991. Im Grunde genommen ein Remake des ersten Teils. Allerdings kam in diesem zweiten Teil eine magische Halskette vor, die Menschen in Mannequins verwandeln konnte. Eine hervorragende Idee, die den Realismus des ersten Teils noch übertraf. Dieser Film ist einer der seltensten Fälle, der seltenen Fälle, bei denen die Fortsetzung besser ist als das Original. Das hast du damals zumindest mit Nachdruck behauptet, Zack. Erinnerst du dich? Ah ja, wartet mal. Wow. Jetzt schauen wir nämlich gleich mal, ob wir die Kette nicht vielleicht verbessern können. Wo ist sie denn? Hier, das ist sie, die Glasperlenkette. Schaden, Genauigkeit und Nachladegeschwindigkeit. Das ist grundsätzlich schon ziemlich gut. Gut. Ja. Und wir können die leider nicht hochleveln. Dafür brauchen wir Forellenbarschwanzflossen. Die findet man manchmal an Flüssen rumliegen. Muss ich ein bisschen absuchen. Dann könnten wir die hochleveln. Weil jetzt aktuell, glaube ich, brauche ich die gar nicht. Ah, Mist. Eine Sache wollte ich noch machen.
erweitern. Können wir unseren Altar ausbauen? Nein, dafür brauchen wir auch Forellen, Barsch, Schädel. Okay. Schade. Ah ja, ich könnte den Puppenschrein ausbauen. Warum nicht, oder? Wenn wir das machen können, machen wir das. Und hier machen wir auch. So. Können wir wenigstens eine neue Pistolenkonfiguration machen. So, können wir noch eine zweite Puppe uns aussuchen. Konzentration, Gesundheit, Ausdauer. Das klingt schon mal echt gut. Weil sowas wie Alkoholtoleranz und sowas will ich gar nicht haben, ehrlich gesagt. Oder auch, dass der Bart langsamer wächst und so Sachen. Warum? Will ich nicht. Nehmen wir einfach die gleiche Puppe nochmal. Die ist zwar nicht so gut hochgelevelt, aber Konzentration, Gesundheit, Ausdauer, kann man nicht viel falsch machen. So. Jetzt muss ich mal schnell gucken, was ich hier für Ketten installiert habe. Genau. Hier habe ich nämlich eine... Ah ja, guck mal, ich habe hier eine Kette, die einfach nur den Schaden erhöht. Die könnte ich durchaus durch die neue Kette ersetzen. Aber erst, wenn ich sie verbessert habe. Und ich kann mir eine neue Pistolengeneration... neue Pistolenkonfiguration zusammenstellen. Machen wir doch hier vielleicht... Sprengmunition oder Schrotflinte? Das... ist schwierig. Machen wir einen Raketenwerfer draus. Machen wir Sprengmunition. Sprengmunition. Nee, das geht nicht. Na schade. Da habe ich noch nicht genug gute Ketten dafür. Aber machen wir Sprengmunition mit sehr hoher Schussfrequenz und einer größeren Magazingröße. Jetzt einfach mal zum Spaß als dritte Waffenkonfiguration. Warum nicht? Cool. Sehr cool. Ich bin echt froh, dass ich die Quest noch beendet habe. Jetzt lasst mich mal ganz kurz einen Blick auf unser Questbuch werfen. Ich weiß, es gibt noch einige Nebenquests. Oh, wir haben ein paar neue Stempel. Ah, schade. Die Stempel hier, falls ihr das nicht mitbekommen habt, sind quasi so Achievements in dem Spiel. Die gibt es für alles Mögliche. Manche sind richtig bekloppt, richtig schwer zu kriegen auch. Und je mehr Achievements man freischaltet, je mehr Stempel man hat, desto mehr Anzüge schaltet man frei. Nur kosmetisch, aber nett. Nee, Sprengschrot geht leider nicht. Man kann immer nur einen Munitionsmod nehmen. Die kann man nicht kombinieren, leider. Wäre schon cool, muss ich auch sagen, aber leider nicht. Wartet mal, wo ist es denn? Hier, Notizbuch, Aufträge, die Nebenmission. Schauen wir mal, 4, 5, genau, das ist das Töte 30 von allem. So ein bisschen wie Anti-Noah. Töte 2 von jeder Art. Töte 30 von jeder Art. 8, 9, 10, 11, aha, die Mission 12 fehlt hier zum Beispiel. Ah, na gut, okay. Ich zähle mal mit unbekannte Missionen. Bis jetzt eine. 15, 16. Die 17 fehlt, okay. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 und 27 fehlen noch komplett. Das war's. 7 Nebenmissionen gibt's noch. 3 oder 4 davon sind wahrscheinlich eine längere Questreihe, die ich noch nicht entdeckt habe. Da werde ich nachgucken. Da gibt's bestimmt schon irgendeinen Guide oder so, wo wir die finden. Weil dass ich da bis jetzt noch nicht drüber gestolpert bin. Na gut, kann gut sein, dass sich einige erst noch ergeben. Weil ich meine, wenn ich die hier erledigt habe, vielleicht werde ich dann auf eine neue Quest hingewiesen oder sowas. Wenn ich hier die Zutat, die Garnele gefunden habe. Aber die kann halt auch überall sein für den Koch. Naja, wer weiß. Was machen wir denn jetzt? Ja, schön langsam. Da muss ich eigentlich jetzt schon gucken, wo wir die anderen Quests noch finden, oder? Damit wir dann noch weiter questen können. Ich würde das Spiel schon gern
100% komplettieren. Auf jeden Fall, was die Quests angeht. Wie gesagt, durchgespielt haben wir es. Die Nebenquest würde ich gerne noch komplett machen, was wir beim ersten leider verpasst haben. Und dann gehen wir wahrscheinlich zum nächsten Spiel weiter. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ob wir nicht irgendwie mehrere Road to 100% Streams machen. Dass man das Spiel wirklich mit allen Stempeln komplettiert. Aber das ist halt teilweise einfach so bekloppt. Da können wir 24 Stunden Streams machen, wo wir nur Hunde abknallen. Und wir werden trotzdem nicht fertig. Ich guck mal kurz in unser Stempelbuch, weil ich habe mir so in meiner Freizeit an den Wochenenden nebenbei habe ich mir sehr viel Zeit genommen, um eben vor allem Hunde, wilde Hunde zu betäuben, quasi. Und ich glaube, die Zahl für das höchste Achievement ist immer noch lächerlich weit von dem entfernt, was ich erreicht habe, obwohl ich da wirklich schon Stunden investiert habe in Hunde. Ja, genau. 325 wilde, herrenlose Hunde habe ich bis jetzt erwischt. Und das letzte Achievement gibt es bei 750. Also gerade mal, ich wollte gerade sagen, genau die Hälfte, aber stimmt nicht. Nicht mal die Hälfte. Das ist echt irre. Bei den Eichhörnchen sieht es nicht sehr viel anders aus, ganz im Gegenteil. Und bei den Alligatoren... Ah ja, die Killerbienen habe ich ganz vergessen. Da ist es natürlich nochmal das Gleiche. Und dann auch bei den Alligatoren. Es ist, glaube ich, nicht ganz so irre, oder? Ja, aber 555 Alligatoren. Oh Gott, ey. Ja, es ist irre. Aber vor allem, es kommt noch besser. Genau. Ich habe das komplette Spiel durchgespielt und wir haben jetzt fast alle Sidequests gemacht. Und ich habe 15 Tage... in La Carré verbracht und für das letzte Zeit in der Stadt verbringen Achievement muss man 365 Tage in-game in dieser Stadt verbringen. 28 habe ich mittlerweile jetzt insgesamt. 28 Tage von 365. Ich meine, klar, man könnte einfach stundenlang im Hotel die ganze Zeit nur aufs Bett klicken und 24 Stunden auswählen. Das macht man halt dann 350 Mal und dann hat man es geschafft. Aber dammit, wirklich. Andererseits ist das letzte Achievement hier, der letzte Stempel, an Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen teilnehmen. Und das ist interessant. Was ist dieses Fragezeichen, Fragezeichen? Was muss ich dafür machen, damit ich das kriege? Das würde mich interessieren. Allein deswegen spiele ich mit dem Gedanken, hier doch alle Stempel zu sammeln, weil dann offenbart sich vielleicht der letzte geheime 400. Stempel. Ah, die Achievements können uns helfen, rauszufinden, bei wem wir noch offene Quests haben. Finde ich gut. Alles, was ich nicht im Internet nachschauen muss, freue ich mich drüber. Aber allzu lange rumdrucksen, trödeln werde ich jetzt auch nicht hier. Alle Aufträge von Melvin abschließen. Gut, okay, da haben wir noch den 30 von jeder Art erledigen. Genau, stimmt. Aber guck mal, hier ist ein Fragezeichen, als ob es einen Questgeber gäbe, den ich noch gar nicht gefunden habe. Ach nee, warte mal. Hier sind auch spezielle Dialoge mit drin, oder? Naja, keine Ahnung. Alle Aufträge von Galina abschließen, okay. Alle Aufträge von Danny abschließen, check. Genau, die besonderen Geschichten anhören. Das ist die Frage. Da braucht man fast einen Guide, glaube ich, wenn man alle besonderen Dialoge mit den einzelnen Bewohnern hören will, weil die kann man wahrscheinlich immer nur zu ganz bestimmten Zeiten hören. Ich kann mir gut vorstellen, dass da wirklich an einem bestimmten Wochentag manche Stadtbewohner an einem bestimmten Ort stehen und dann muss man sie ansprechen. Hi Desert Railgun, das ist schon Hardcore. Alle Aufträge von David abschließen haben wir noch nicht gemacht. Natürlich nicht, weil wir noch die Zutaten finden müssen. Ja, machen wir jetzt die Mission, die wir noch haben. Alle Aufträge von Alexis abschließen, die Köchin. Ich kann mir schon vorstellen, ich habe nämlich die Quest von Koch David bekommen, nachdem ich die Alexis-Quest abgeschlossen habe. Und der will mir jetzt was noch Besseres kochen, wie sie mir gekocht hat. Wenn ich die abgeschlossen habe, hat wahrscheinlich Alexis nochmal eine neue Questreihe für mich. Ich verstehe schon.
Ich verstehe schon. Alle Aufträge von Xavier abschließen. Wer ist denn jetzt Xavier, der Barkeeper? Der hat noch eine Quest für uns. Aha, dann müssen wir vielleicht heute Abend mal in die Kneipe. Und nochmal mit dem reden. Wobei manche Quests halt erst freigeschaltet werden, wenn man andere Quests erledigt hat, die aber teilweise nicht wirklich sinnvoll in Verhältnis zueinander stehen. Wir haben nur noch 11 Patronen für unseren nicht tödlichen Mr. Alligator. Puh. Da brauche ich erstmal ein bisschen Selbstbräuner, der glaube ich irgendwie verbuggt ist oder so. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie wird unser... Wir würden nämlich einen Rabatt kriegen, wenn wir sonnengebräunt wären, aus irgendeinem Grund. Habe ich keine Zigaretten mehr? Doch klar, hier. Normale reichen vielleicht sogar. Nee, reichen leider nicht. Mist. Ich muss meinen Zigarettenvorrat aufstocken. Ich meine, jetzt können wir 10 Items mehr tragen, dank dem außerirdischen Totengräber. Könnten wir unser Inventar ruhig mal auffüllen. Am besten wäre ein Koffer. Die sind normalerweise immer irgendwo draußen in der Prärie. Natürlich. Wo sonst stehen Koffer? Oder in irgendwelchen Parks. Ah, warte mal. Hier am Automaten könnte ich, glaube ich, zumindest Zigaretten holen. Das ist auch nicht schlecht. Oder, nee, Kaffee. This vending machine does not carry what God seeks. Let's move on, Zach. Ach so, weil ich gerade noch die The Lord Hungers Quest habe in Kapitel 2. Ich war gerade verwirrt. Mist. I think we've got the wrong. Hier gibt's keine Zigaretten, schade. Hey Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear new... Ufo! Oh, Eichhörnchen! Nein! Selbstbräuner geklaut! Ich glaube, ich habe es zu spät erwischt, oder? Den Selbstbräuner kriegen wir nicht wieder. Ah, köstlicher Selbstbräuner. Diese teuflischen Eichhörnchen, ey. Okay. Ich hätte noch ein paar Selbstbräuner. Ich könnte noch mal ein bisschen Verbandszeug und so rausschmeißen. Und ein bisschen Munition. Nehmen wir noch einen Selbstbräuner mit. Irgendwann funktioniert er ja vielleicht doch, denke ich mir immer. Vielleicht nur sehr langsam, wer weiß. Einen Hotdog nehmen wir mit, weil das ist ein super Snack für zwischendurch. Und natürlich die guten alten Lollis. Okay. Wartet mal, hat zufällig vielleicht sie noch eine Mission für uns? Miss Wyburn, wie heißt sie gleich nochmal? Yahoo? Mit Nachnamen Raven Yahoo. Genau. Was für ein Schock. Ich kann nicht glauben, dass noch jemand sterben musste. Achso, nee, genau. Das ist ihr normaler Standarddialog. Na schön, yo. Dann halt nicht. Jetzt habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen verirrt.
Ich weiß nicht mehr, wie wir ins Owl's Nest kommen. Aber ich glaube, wenn ich zum Birkenpark fahre... Was ist denn das da für ein Gebäude gleich nochmal? Ich muss auf die Karte gucken. Ah, das ist das Owl's Nest. Yeah, okay. Yeah. Und das mit 3 Bildern pro Sekunde. Nicht schlecht. Ja, wo bin ich? Wo bin ich denn jetzt? Ah ja, gerade daran vorbeigefahren. Ups. Was ist denn da? Ach so, das ist ein Skate-Parcours. So, Owl's Nest. Wann machst du gleich nochmal auf? 16 Uhr, glaube ich, frühestens, oder? Ja, ist geschlossen. Müssen wir nochmal kurz eine Pause einlegen. Ich hoffe, ich habe normale Zigaretten eingesteckt. Genau. Ich bin gespannt, weil es könnte, wie gesagt, gut sein, dass die Quest von ihm noch nicht vorhanden ist. Dass sie vielleicht nicht vorhanden ist, während er arbeitet. Vielleicht nur in seiner Freizeit. Man weiß es halt einfach immer nicht. Ich warte mal bis 18 Uhr, da ist sicher offen. Es ist Montag, das heißt kein Jazzkonzert. Also müsste alles passen. Das ist schon cool, wie man die Stadt und die Bewohner und ihre Gewohnheiten kennenlernt. Das mag ich ganz gerne an solchen Spielen, die einem nicht so sehr bei der Hand nehmen. Sind oft unübersichtlich, gerade am Anfang, aber letztendlich ist das Gefühl, alles so ein bisschen kennenzulernen und sich alleine zurechtzufinden nach einer gewissen Zeit, schon cool. Mein guter Freund vom FBI, ich bin Opfer eines schweren Verbrechens geworden. Dum, dum, dum! Wir haben's. Ich glaube, das ist ein neuer Dialog. Das ist seine neue Questreihe. Sehr schön. Ein schweres Verbrechen? Was genau? Ich bin ausgeraubt worden. Allerhand! Für Raub ist das FBI zwar nicht unbedingt zuständig, aber das ist trotzdem keine Lappalie. Was hat sich denn genau zugetragen? Das war neulich nach Ladenschluss auf dem Heimweg. Ich war nur einen Moment unaufmerksam und da haben sie mich umzingelt. Eichhörnchen! Bestimmt, oder? Das war eine regelrechte Meute, sicher 30 oder 40. Sie haben sich auf mich gestürzt und zu Boden gerissen. Und als ich wieder zu mir kam, war ein Teil meiner Identität verschwunden. Seine Unterhose. Eichhörnchen haben seine Unterhose geklaut, stimmt's oder habe ich recht? Ich hatte Riesenglück, dass ich nochmal mit dem Leben davongekommen bin. Yeah. Wobei er hat seine Unterhose an. Ich muss meine Stimme ein bisschen schonen. Irgendwie ist die ein bisschen angeschlagen heute. Deswegen kann ich nicht so mein gewöhnliches yeah. Nee, ich kann es gar nicht, wirklich nicht. Da hat es sie ja wirklich schlimm erwischt. Und was genau ist ihnen gestohlen worden? Meine schneeweiße Unterhose. Ihre Unterhose? Meinen Sie die Unterhose, die sie anhatten? Ja, genau die. Ich musste mich mit meinen Händen bedecken, bis ich endlich zu Hause war. Was für eine Tortur. Können Sie mir die Angreifer denn irgendwie beschreiben, Xavier? Das kann ich sogar sehr genau. Die Angreifer waren eine Horde wilder Eichhörnchen. Ja, ich hab's doch gesagt. Ach, das ist so super. Das ist so super bekloppt. Ich find's super witzig. Eichhörnchen? Genau. Das ist die berüchtigste Diebesbande der ganzen Stadt. Habe ich schon gemerkt. Schädlinge, Ungeziefer, eine wahre Landplage. Yep. Wollen Sie mir sagen, dass wilde Eichhörnchen Ihnen die Unterhose ausgezogen und gestohlen haben? Genau, Sie sehen schon. Ich sehe schon.
Du bist ein gewiefter Ermittler. Was genau erwarten Sie nun von mir? Dass du mir meine Unterhose zurückbringst. Sie erwarten also, dass das FBI gegen diebische Kleinsäuger vorgeht, um ihnen ein Stück Stoff zurückzubringen. Das wäre mir eine Herzensangelegenheit, ja. Das ist so super, wirklich. Ich mag diese Dialoge echt so gern. Warum kaufen Sie nicht einfach eine neue? Nein, so einfach geht das nicht. Diese Unterhose ist etwas Besonderes. Bitte tun Sie mir den Gefallen, alter Freund. Bringen Sie meine schneeweiße Unterhose zurück. So etwas habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt, Zack. Das wird auf jeden Fall nicht in unserem Abschlussbericht stehen.